So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Historischen Museum bei der Steinzeitausstellung. Ich bitte euch, nichts anzufassen und schon gar nicht irgendwas mitzunehmen. Ihr dürft euch gerne die Sachen angucken. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt den Museumsführer, Herr Costa. Der hilft euch gerne und beantwortet eure Fragen. Sonst noch irgendwas? Nein. Na gut, dann schaut euch mal um. Boah, Mia, schau dir mal die Tiere an. Und was für ein riesiges Tier das hier ist. Ist das ein Elefant? Nee, Elefanten haben doch kein Fell. Doch. Ich glaube im Winter. Das ist deren Winterfell, glaube ich, oder? Meinst du? Könnte aber auch vielleicht ein Bärenelefant sein von früher. Ein Bärenelefant? Aber Elefanten leben doch in Afrika. Da ist es doch gar nicht kalt. Warum sollten sie dann Fell haben? Vielleicht ist es auch ein Panda oder so? Ein Panda? Ich glaube, wir fragen lieber mal Herr Costa. Herr Costa, wir haben da mal eine Frage. Nee, wir brauchen gar nichts fragen. Herr Costa, das ist doch ein Bärenelefant, oder? Ein Bärenelefant? Wo hast du das denn gelesen? Nein, das ist ein Mammut. Wusstet ihr das nicht? Herr Costa, lebt denn das Mammut hier in Deutschland? Nein, die leben nirgendwo, die sind schon ausgestorben. Das sind die Vorfahren der Elefanten. Die Elefanten, die kennt ihr doch, oder? Ja, die mit dem langen Rüssel. Okay, also ein Mammut ist quasi ein Elefant, nur von früher. Und es hat einen dicken Pelz, damit das Mammut nicht friert. Genau, richtig, sehr gut. Weil früher war es ganz kalt, nicht so wie heute. Das stimmt, genau, sehr gut. Siehst du, Mike, das ist kein Bärenelefant. Sieht aber so aus. Danke, Herr Costa, wir gehen dann mal weiter. Wer sind die denn? Sind das Mammutmenschen? Guck mal, wie die aussehen und was für Klamotten die haben. Ich finde, der sieht aus wie mein Onkel Paul. Er hat gesagt, er hat einen neuen Job. Vielleicht arbeitet er jetzt hier im Museum bei der Steinzeitausstellung. Ja, Paul! Das kann sein, Onkel Paul. Onkel Paul! Bist du's? Mia, ich glaube, das ist nicht Onkel Paul. Ich glaube auch nicht. Der hat so komische Klamotten an. Sowas würde Paul nie tragen. Der ist doch immer so modebewusst. Und der reagiert gar nicht. Ich glaube, das ist gar kein echter Mensch. Ich glaube auch nicht. Das ist nur eine Figur. Ein Mammutmensch halt. Sollen wir uns an dem vorbeischleichen? Mike, ich glaube, man kann da nicht reingehen. Die bewachen den Eingang. Ich glaube, man soll da auch gar nicht reingehen. Ah, ist Onkel Paul jetzt Türsteher geworden? Und Mike, weißt du, was das ist? Ja, ich glaube schon. Wollen wir da mal den Herrn Costa rufen und ihm das sagen? Ja. Herr Costa! Herr Costa! Ja, bitte, Kinder, wie kann ich euch denn helfen? Wir wollten unser neues Wissen mit Ihnen teilen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Was ist das denn für ein Tier hier? Also, das ist auch ein Mammut, aber ein Mammut im Sommer, wenn das Fell, das braucht er dann ja gar nicht. Im Sommer? Ja, genau, im Sommer, weil das Fell ist ja weg, das braucht er ja nicht, wenn es so warm genau, ist. Genau. Kinder, es ist ein Mammut, aber das ist ein Mammutskelett, also das ist kein Mammut im Sommer, das ist ein Mammut, wenn es nicht mehr lebt. Herr Costa, wieso haben Sie denn hier keine richtigen, lebendigen Tiere, die man mal streicheln kann oder so? Kinder, das ist doch ein Museum hier, das ist kein Zoo. Oh, Museen sind voll langweilig. Ach, Kinder. Ah, guck mal, die Miezekatze Mia. Oh, die ist aber ganz schön groß für eine Katze. Vielleicht ist das ein Tiger. Komm, Mieze, komm. Komm, Mieze, komm. Mike, das ist ein Tiger und keine Miezekatze. Und außerdem ist der ausgestopft. Der macht überhaupt nichts. Ach ja, stimmt ja. Das ist ja gar kein Zoo hier. Also, wenn er nicht lebendig ist, dann hat er wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn ich mich mal auf ihn draufsetze, oder? Mike, aber Brigitte hat gesagt, wir sollen nichts anfassen. Aber ich fasse doch gar nichts an. Ich will doch nur auf ihm sitzen. Höher, Kätzchen, höher! Mike, du kommst jetzt sofort da runter. Ich habe euch gesagt, ihr dürft hier nichts anfassen. Dazu zählt auch, sich auf irgendwelche Tiere hier zu setzen. Okay, ich komme schon runter, aber ich kann zumindest sagen, dass ich mal ein Tiger geritten bin.